Ich kann jetzt mit Dr. Martin Spielhagen sprechen. Er ist ärztlicher Direktor am Johanniterkrankenhaus in Treuenbrietzen. Wer es nicht kennt, ist eine Kleinstadt in Brandenburg. Ja, herzlich willkommen. Wie angespannt ist denn die Situation in Ihrer Klinik aktuell? Ich grüße Sie. Die Situation ist so, dass wir immer noch in den Nachwehen der Feiertage und des Silvesterfestes Patienten aufnehmen in der südlichen Region im Speckgürtel des Berliner Südens. Wir haben uns so strukturiert, dass wir das über ein Versorgungscluster Corona im Verbund der westbrandenburgischen Kliniken lösen. Als Krankenhaus allein würden wir aktuell mit den Patientenzahlen überhaupt gar nicht zurechtkommen. Die Situation ist aber so, dass sie kontrollierbar ist und dass wir eben alle Patienten behandeln können in unseren Kliniken des Verbundes. Also eine noch kontrollierbare Situation, sagen Sie. Die große Hoffnung ist ja jetzt das Impfen. Wie lange wird es denn dauern, bis sich das Impfen auf den Krankenhausstationen auch wirklich bemerkbar macht? Also das heißt, dass es weniger Covid-Patienten gibt. Was denken Sie? Wir fangen ja an nach der Strategie, die vorgegeben ist. Zunächst sind die über 80-Jährigen die am meisten Gefährdeten und auch die Patienten, die bei uns am häufigsten versterben, in den Impfzentren zu impfen. Parallel fangen wir in Brandenburg auch an, die Mitarbeiter zu impfen. Das hat schon in den Akuthäusern begonnen vor dem Jahreswechsel. Wir sind ein Fachkrankenhaus. Bei uns fängt in der nächsten Woche die Impfung an. Wir haben über 50% der Mitarbeiter bereits in der Planung. Für Ende der Woche werden 50% circa geimpft sein und wir werden dann in den nächsten Wochen die weiteren Impfwilligen impfen bei uns. Mit dem Impfen, das wird ja noch eine Weile dauern, bis wirklich jeder einen Impfstoff bekommt, wer ihn möchte. Welche Chancen sehen Sie denn in den Schnelltests? Die Schnelltests sind strategisch ganz wichtig, weil wir natürlich über einen Schnelltest sehr genau sagen können, der Patient ist positiv oder er ist negativ. Wir müssen das tun, wenn wir die Patienten im Krankenhaus aufnehmen. Wir nehmen ja nicht nur Covid-Patienten auf, sondern die anderen Erkrankungen müssen ja auch behandelt werden. Somit ist die Eintrittskarte in das Krankenhaus ein Schnelltest, den wir zentral bei allen Aufnahmen durchführen. Aber der Schnelltest hat ein Problem, er ist nicht so sensitiv. Und wir müssen ja möglichst eine hundertprozentige Sicherheit haben. Die haben wir nicht. Also nutzen wir einen zweiten Test. Wir machen den Goldstandard der Covid-Diagnostik, eine PCR-Testung. Und bevor diese zweite Testung nicht vorliegt, fangen wir die Patienten an, nicht im Krankenhaus zu operieren zum Beispiel. Aber wir detektieren eine Menge Patienten inzwischen über diesen Schnelltest, wo wir sagen, für eine elektive Behandlung schicken wir ihn wieder nach Hause und lassen ihn in Quarantäne. Für eine dringliche Behandlung kommt er dann in den Covid-Bereich, in den hygienisch schwarzen Bereich, wo wir dann die Covid-Behandlung erst einmal vornehmen oder in diesem schwarzen Bereich auch die spezifische Behandlung, die bei uns im Fachkrankenhaus vorgesehen ist. Und für eine wissenschaftliche Studie testen Sie ja gerade eine neue Art von Schnelltests. Was hat es damit auf sich? Es ist natürlich so, dass wir uns Normalität wünschen. Und um Normalität zu erhalten, haben ja schon einige Bundesländer mit Aktionen der Laientestung angefangen. Zum Beispiel vor ein paar Tagen war zu lesen, dass das Bundesland Sachsen-Anhalt die Schulen testet mit Laientests. Das Problem bei diesen Tests ist, dass natürlich man analysieren muss, was ist, wenn der Profi so einen Schnelltest macht versus was passiert, wenn ein Laie den Test macht. Und natürlich kann ein Laie den Test, ich habe Ihnen mal einen mitgebracht, das ist so ein Abstrichröhrchen, der soll also eingeführt werden bis in die Rachenhinterwand. Das geht also sehr weit, fast bis zum Ohr. Das wird ein Laie nicht schaffen. Wir untersuchen gerade, ob ein Test nasal abgestrichen, der also nur vorne in der Nase die Nasenscheidewand links und rechts kitzelnd abstreicht, ob die Sensitivität auch gut ist. Das machen wir mit unseren Mitarbeitern. Wir streichen die ohnehin mehrmals in der Woche ab, weil sie Patientenkontakt haben. Wir wollen unsere Patienten ja nicht gefährden.
und wir vergleichen das mit dem Goldstandard, mit der PCR und können dann sagen, wie hoch die Sensitivität für so einen nasalen, so einen Laientest dann im Verhältnis zu einer PCR ist. Wir rechnen damit. Entschuldigung, dass ich Sie an dieser Stelle unterbreche. Das klingt ja sehr interessant. Sind Sie denn da oder haben Sie da auch schon Ergebnisse? Das wäre ja so etwas, ja, das wäre ja ein Test für jedermann, dass jeder einen Schnelltest zu Hause machen könnte. Ergebnisse haben wir nicht. Ich habe zuvor recherchiert. Es gibt Arbeit, die die Heidelberger gemacht haben. Ich habe gelesen, dass dort Sensitivitäten erreicht wurden, die etwa 5% unter den Sensitivitäten der klassischen nasopharyngealen, also Naserachenabstriche waren. Wir wollen das gerne für einen Test, den ich für gut befinde, weil er eben vom RKI, vom PAI mit guter Sensitivität bewertet wurde, untersuchen, weil dieser Test in Deutschland bereits eine Zulassung als nasaler Abstrichtest hat. Und bevor man natürlich einen Test so in den Markt werfen muss, aus meiner Sicht muss man ihn eben evaluieren. Man muss ihn mit der Studie untersuchen. Deshalb die Arbeit für diesen Test, um dann zu sagen, das ist ein typischer Laientest. Der ist vereinzelbar, der ist hygienisch und den kann man den Laien auch zumuten. Und wir werden erst wahrscheinlich im Februar oder Anfang März die ersten Ergebnisse haben. Und dann sprechen wir uns ganz sicher wieder. Vielen Dank, Dr. Martin Spielhagen war das. Schönen Abend.